Moin moin, es ist Mittwoch, es ist 14 Uhr, willkommen hier bei Tickmill, willkommen zu einem neuen Webinar, zu einer neuen Marktbesprechung. Marktbesprechung heißt, wir gucken uns die Märkte wie DAXDAU, Euro und Co an und wir werfen auch einen Blick auf den Bitcoin heute wieder. All das machen wir jetzt in den nächsten 30 Minuten circa, aber natürlich, bevor wir loslegen, Risikohinweis und dann sehen wir uns gleich in den Charts wieder. Das Ganze, was wir hier machen, ist keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Es soll nur dazu dienen, die Funktionsweise der Software zu erklären, beziehungsweise es ist Schulungsmaterial oder Informationsmaterial. Ihr selbst müsst euch eure eigene Meinung bilden und selbst wissen, wann ihr einen Trade macht, wann ihr in einen Trade einsteigt und wann ihr auch wieder aussteigt. So, willkommen in den Charts, willkommen zurück. Und so wie die Charts aussehen, beziehungsweise der Hintergrund des Charts weiß, so also sieht es auch gerade aus. Wenn ich nach draußen gucke, also hier in Köln, beziehungsweise in der Nähe von Köln, hat es mal wieder geschneit. Das kommt hier eigentlich relativ selten bis nie vor. Aber jetzt, heute, hat es mal wieder geschneit und man sieht. So ein bisschen ne, eine weiße Decke auf den Dächern und auf der Straße. Ist auch mal ganz schön, weil, wie gesagt, wir sind ja eigentlich nicht so wirklich verwöhnt, was Schnee angeht. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ne, wie es bei euch so aussieht, ob es auch verschneit ist, beziehungsweise aus welcher Ecke und Region ihr kommt. Das finde ich auch mal ganz spannend, aus welchem Teil von Deutschland man mir hier so zuschaut. Also, wenn ihr Lust habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber, es soll ja nicht um das Wetter gehen, sondern um die Märkte. Wir fangen an mit dem DAX. So, DAX 40. Wie immer, Blick auf das große Bild. Große Bild heißt Wochenchart. Wie sieht's da aus? Ich mache das ein bisschen kleiner. So. Und mein Zeichentool, wo ist mein Zeichentool? Da ist mein Zeichentool. So. Also man sieht hier Aufwärtstrend, den wir hier hatten und haben. Beginn, Ende 2022 ungefähr. Dann letztes Jahr war hauptsächlich geprägt hier von so einer äh, ja, langen Seitwärtsphase. Dann gab es einen Trendbruch und entsprechend im ja, Ende letzten Jahres so ziemlich am Ende also November war es ziemlich genau Anfang November gab es die Jahresendrally und momentan ne, stehen wir hier in so einer kleinen Korrektur beziehungsweise das was jetzt hier so runterkommt ist die Korrektur des Aufwärtstrendes, dieser Aufwärtsbewegung die wir hier haben Trend rein Markt Trend nach Markttechnik ist Long. Also wir haben hier einen Aufwärtstrend, auch wenn wir diesen Trendbruch hier hatten. Nichtsdestotrotz ist es ein Aufwärtstrend und jetzt läuft, wie gesagt, die Korrektur. Wie sieht es im Tageschart aus? Gehen wir rüber, holen uns GP3 auf den Chart und schauen uns den Trend im Tageschart an. So, hier war diese lange Seitwärtsphase, von der ich eben gesprochen habe, kann man ja deutlich sehen. Das ne, ist im Tageschart noch mehr ersichtlicher als jetzt im Wochenchart. Hier ging es wirklich monatelang hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter. Dann gab es hier entsprechend ne, diesen Trendbruch. Ich kann ja auch mal Folgendes machen. Ich kann hier den Wochentrend auf den Tageschart matchen. Da sieht man es. Ne, das ist jetzt der Trend von der Woche. Hier dieser Aufwärtstrend, dann gab es diesen Trendbruch. So ziemlich genau bis zur blauen Zone, bis zur 14.600. Dann hier diese massive Aufwärtsbewegung. Und was jetzt hier runterkommt, wie gesagt, der, die Korrektur. Nicht der Korrektur, die Korrektur. So, ich wechsle wieder auf den Tagestrend. Da sieht man nämlich folgendes. Wir haben jetzt hier im Tageschart den Trend gedreht und einen Abwärtstrend gemacht, ist soweit auch nicht verwunderlich und äh, auch nicht äh, schlimm, weil diese ganze Korrektur, die äh, diese ganze Aufwärtsbewegung, muss ja irgendwie auskorrigiert werden, oder so laufen Trends zumindest, dass eine Aufwärtsbewegung wieder in einem gewissen Maße auskorrigiert werden und von daher nicht verwunderlich, dass dann auch so ein Trend mal wechselt. So, was wir jetzt hier haben, ist auch so eine Seitwärtsphase. Wir hatten hier das ATH bei so ziemlich genau 17.000 und da, wo der Markt jetzt mehr oder weniger wahrscheinlich als erstes hin will, beziehungsweise was für mich, wenn ich jetzt hier auf meinen Chart und meine Analyse schaue, was für mich mehr oder weniger ausgemachte Sache ist, dass wir uns hier die 16.300 nochmal anschauen. Ist auch gar nicht mehr so weit sind ungefähr noch, ja, 90 bis 100 Punkte. Und ich glaube, ne, dem Punkt, das ist ja ein Punkt, der in meiner Analyse auch, ja, eine Rolle spielt und hier auch vergessen worden ist. Hier sind wir einfach durchgelaufen. Hier hat so ein Backtest gefehlt. Von daher glaube ich schon, dass wir diesen Punkt relativ schnell sehen werden und dass das der nächste Anlaufpunkt vom DAX sein wird. So ein bisschen weiter drunter zwischen 16.230 und 16.150 haben wir hier so ein Gap, man sieht es hier, da hat der Markt mit einem Gap, mit einem Down Gap aufgemacht und so wirklich geschlossen haben wir das nicht, beziehungsweise hier sieht man es, ne? hier ist der Schlusskurs gewesen, hier ist der Öffnungskurs, wir haben uns Richtung Gap Close aufgemacht, hat der Markt aber nicht geschafft. Das heißt, es kann auch folgendes Szenario passieren. Das heißt, wir laufen hier die 16.300 an und laufen direkt in das Gap rein und dann wird es auf jeden Fall spannend. Ähm, was passiert? Entweder ne, wir fallen hier auch relativ schnell durch oder zumindest mit einer kleinen Korrektur nach dem Motto einmal ins Gap rein, dann hoch zur 16.300 und dann wartet hier unten die 16.075 bis 16.000 grüne. Dicke grüne Supportzone auf den Markt. Das heißt, in einer dieser oder von einem diesen drei Punkten hier, Gap bzw. hier der Supportbereich 16.300, Gap bzw. grüner Supportbereich, da werden wir eine Korrektur bzw. eine Gegenbewegung sehen. Da bin ich mir relativ sicher. Ähm, wo die jetzt genau passiert, lässt sich relativ schwer ausmachen jetzt im Moment noch. Aber wie gesagt, 16.300, 16.230 oder 16.075 sind jetzt die nächsten Anlaufmarken. Dass wir jetzt von hier nochmal äh, ein ne, neues ATH machen, sehe ich jetzt allein aufgrund der Marktanalyse nicht, sondern ne, wenn ich jetzt äh, in den Markt gehe, suche ich mir eher die unteren Ziele, die Short-Ziele und schaue dann, ob ich gegebenenfalls, wenn Momentum in den Markt kommt, das heißt in einer der Punkte hier, der Markt eine Gegenbewegung aufbaut, dass ich dann halt entsprechend ne, in Long-Richtung handle. Aber meine bevorzugte Richtung ist momentan da, wo der Markt jetzt steht, erstmal die Short-Richtung. So, wir können mal noch folgendes machen. Wir können uns die äh, Außenstäbe hier nochmal anzeigen lassen. Fangen wir an mit dem Außenstäben vom Tag. Da sehen wir hier äh, rote Kästen. Das heißt, ne, wir haben bärische Außenstäbe und der Markt läuft hier im Tageschart äh, ne, nach bärischen Außenstäben. Und man sieht auch, hier, das macht das mal ein bisschen größer. Das habe ich auch in diversen Webinaren schon erklärt. Wenn es unten nicht weitergeht, hier auf der Unterseite des Außenstabes wird es in der Regel oben nochmal probiert. Und wenn es dann oben auch nicht weitergeht, dann ist das oft so, dass der Markt dann weiter fällt, wenn wir einen bärischen Außenstab haben. Genauso ist das hier passiert. Und hier drei Tage lang versucht, hier unten durchzukommen, hat er nicht geschafft. Dann hier mehrfach versucht, oben durchzukommen, auch nicht geschafft. Also geht es dann entsprechend ein Stück weit runter, eine Etage runter. Aber ganz interessant schauen wir uns mal den Wochen oder die Wochenaußenstäbe an. Das heißt, ich mappe das Ganze hier auf äh, W1. W1 heißt, mir werden jetzt hier die Wochenaußenstäbe auf dem Tageschart angezeigt. Da sieht man nämlich, und das ist auch, warum es gerade nicht so wirklich weitergeht, wir befinden uns hier an der Unterseite des Außenstabes vom Wochenchart. So, deshalb gibt es ja auch so ein bisschen Gegenwehr, ein bisschen Reaktion. Und hier haben wir im Prinzip das äh, oder dasselbe Prinzip. Ne? Man sieht auch hier, hier war die Oberseite des Außenstabes, da hat er ja auch x mal versucht, ne, aus diesem Außenstab rauszukommen, hat es nicht geschafft. Okay, wenn es oben nicht weitergeht, dann entsprechend unten mal versuchen. Und was ich mir jetzt zum Beispiel vorstellen kann, ist, ne, dass wir hier noch. Einmal ne, nach unten stechen auf die 16.300 und dann doch wieder in den Außenstab äh, zurücklaufen. Also das Szenario ist für mich noch nicht vom Tisch. Durchaus äh, plausibel. Ähm, ne, also, dass der Markt jetzt hier wirklich 300 äh, Punkte am Stück nochmal fällt. Gut, kann natürlich alles sein, aber rein aus meiner technischen Analyse heraus sehe ich das jetzt gerade nicht. Sollte es doch so sein, umso besser kann man sich dran klinken und äh, ein paar Punkte-Short auf jeden Fall mitnehmen. Gut, Stundenschad, schauen wir uns das noch an, was sehen wir da, da sehen wir eigentlich nicht so wirklich viel, außer dass wir hier, und das ist das, was ich äh, ne, meinte, wir haben hier gerade Gegenwehr, weil hier einfach auf der Unterseite der Außenstab liegt und da sind wahrscheinlich irgendwelche Algos aktiv, die da genau darauf anspringen und versuchen, äh, das ganze Ding äh, wieder ein Stück weit nach oben zu treiben. Ansonsten alle Punkte soweit abgearbeitet. Hier altes ATH 16.500. Ne, da hat er auch sich ein bisschen schwer getan, beziehungsweise hat das Ganze als Support genutzt. Dann einmal durch. Das heißt, es kann gut möglich sein, dass wir das von oben auch nochmal antesten. Das heißt nochmal von, wir sind jetzt 16.400, nochmal 100 Punkte hoch auf die 16.500 und dann entsprechend äh, runter. Gut, so viel zum DAX. Gehen wir rüber zum Dow Jones und schauen uns den Dow Jones an. So, auch hier fangen wir mit dem Wochenchart an. Analyse noch mal kurz. Weg Außenstäbe brauchen wir auch nicht. So. Wie sieht's hier aus im Wochenchart vom Dow Jones? Deutlicher noch zu sehen als jetzt im Dax. Aufwärtstrend. Hier auch, auch so eine Seitwärtsphase, die relativ quälend war, wie ich fand letztes Jahr. Das war so von ja, Frühling bis, äh, bis Herbst hat sich der Dow hier auch nur in so einer, ja, zwar großen, aber doch relativ langen Range befunden. Und dann Ende des Jahres massive Aufwärtsbewegung, Jahresendrally. Und das Ganze ist auf jeden Fall ein deutlicher und massiver Aufwärtstrend, den wir hier haben. Was aber ganz spannend ist, wenn man jetzt mal rüber in den Tageschart schaut. Und ich mache hier die Analyse auch mal kurz weg. Da sehen wir nämlich, dass wir jetzt im Tageschart hier oben so ein äh, Doppeltop gebildet haben. Bei der, was haben wir hier gehabt? Was haben wir hier gehabt? Was haben wir hier gehabt? Das war die ja, 37.800 ungefähr ne, Doppeltop ATH hier oben. Und das kann jetzt schon ne, das Zeichen gewesen sein, äh, dass es das jetzt erstmal auf der Oberseite war. Und das jetzt dann auch wirklich die Korrektur äh, beginnt. Zumal, ich bin ja nicht so der Formationshändler, ne, aber wenn man sich das Ganze jetzt hier mal so anschaut dann kann das schon so eine M-Formation werden. Das heißt, wir haben hier, ne, so und wenn man das Ding jetzt quasi weiter spinnt, kann das schon so enden. Das ist halt die typische M-Formation, wie man sie so kennt. Wie gesagt, ich bin nicht so der Formationshändler, aber das sticht mir da natürlich schon deutlich ins Auge und ich habe ja auch letztes Mal, glaube ich, gesagt, dass wenn so eine so eine deutliche Korrektur ne, sich andeutet bzw. in Gang kommt, ist das zumindest in den Tagescharts oder Wochencharts auch nicht so, dass wir massiv steigen und dann ne, sofort wieder massiv fallen, sondern in der Regel ist das dann schon so, dann gibt es so eine leichte Seitwärtsphase und dann irgendwann, zack, geht's es halt äh, so runter. Und so ein bisschen sieht das jetzt hier danach aus, als würde das äh, irgendwie passieren. Holen wir uns die Analyse dazu. So, da sieht man es, äh also wir hatten hier auf jeden Fall Unterstützung bei der 37.400 ungefähr. Ne? Wir hatten hier diese Range zwischen 37.800, 37.400. Da haben wir uns jetzt auch ein paar Wochen, zwei Wochen ungefähr, ja seit Jahresanfang drin bewegt und gequält sozusagen. Trend, rein markttechnisch ist der Trend jetzt erstmal kaputt. Das heißt, der ist gebrochen, obwohl man das jetzt auch wieder nicht überwerten sollte, weil wenn ich jetzt hier das Ganze mal auf Low stelle, dann sieht man, dass wir uns da eigentlich noch im Aufwärtstrend befinden. Aber für mich sind die Anzeichen auf jeden Fall gegeben, dass jetzt auch erstmal hier auf der Oberseite Schluss ist und dass wir jetzt eher so die unteren Ziele ja ansteuern. So, was fällt da als erster Punkt ins Auge? Die 37.000 bzw. 36.954, um exakt zu sein, ist ein altes ATH von, weiß ich gar nicht, wann war das? Müssen wir mal rüber scrollen. Wann war das Ding hier? Mai 2022. Also da bin ich mir auch sicher, dass wir das Ding hier noch mal sehen werden, relativ bald sogar. Das ist mal der erste Anlaufpunkt. Dann unten die 36.800 beziehungsweise dann kommt so eine relativ große Supportzone. Da lässt sich gar nicht so einfach und so leicht ausmachen, wo wo die beginnt, wo die endet. Da gibt es einfach so viele Punkte, von daher habe ich jetzt hier auch nicht äh, x Linien reingezeichnet. Ich hätte irgendwie alle 50 Punkte ebenfalls eine Linie zeichnen können. Macht aber keinen Sinn, weil das ein, ja, ein großer Support-Widerstand ist zwischen was haben wir hier 36.600 und 36.300. Ne? Also... Ich glaube schon, wenn wir hier fallen und vor allem wenn wir hier die 37.000 relativ schnell hinter uns lassen, dass wir den Bereich 36.400, also diesen Supportbereich sehen werden. Und ich glaube auch, dass wir hier eine Reaktion sehen werden. Ansonsten, wenn wir uns noch ein bisschen tiefer orientieren, dann haben wir auf jeden Fall eine ganz dicke, fette, deshalb auch ein grün gezeichnete Supportzone hier bei 35.700 bis 35.500. Also spätestens da erwarte ich definitiv eine deutliche Reaktion äh, nach oben. Ähm, na, das sind jetzt natürlich auch 1500 Punkte. Scheint jetzt im ersten Moment relativ viel zu sein, weil wir jetzt hier in den letzten zwei, drei Wochen natürlich auch verwöhnt waren. Verwöhnt in Anführungsstrichen, was jetzt eine geringe Wohler angeht. Wir haben uns hier in so einer Seitwärtsphase von ja, ungefähr ein paar hundert Punkten bewegt, aber wir kennen den Dau. Wir kennen den Dau alle. Wenn der einmal anfängt zu laufen und vor allem, wenn der einmal anfängt zu fallen, dann kann das echt richtig fix gehen. Und dann sind irgendwie so 2000 Punkte in wenigen Tagen auch nicht wirklich viel für den Dau. Gut, sind wir noch nicht, aber auf jeden Fall hier auch im Dow Jones suche ich die Ziele eher auf der Unterseite. Das heißt, ich werde versuchen, mich hier irgendwie short ranzuklemmen und entsprechend, wenn ich sehe, dass jetzt hier an meinen Marken... Äh, Reaktion in die Gegenrichtung aufkommt, werde ich versuchen, ein paar Longpunkte mitzunehmen. Aber ich sehe den Markt jetzt wirklich erstmal in der Korrektur. Und die Korrektur kann auch noch viel tiefer gehen als jetzt die blaue Zone oder die grüne Zone. Weil, wie gesagt, wir haben hier so eine massive Aufwärtsbewegung innerhalb von acht Wochen gehabt, ohne wirkliche Korrekturen. Und was ich auch ganz gerne mal mache, ich nehme ja so die Fibos zu Hilfe und schaue einfach mal so, wer was wäre denn jetzt ein guter Punkt? Wohin könnte die Korrektur laufen, wenn ich mir das jetzt hier mal anschaue und einfach nur mal gucke? Okay, wo sind denn jetzt hier so die Fibos? Da sieht man ne, 61.8er. Das wäre schon hier unten bei 34.300, 34 ne 34.000. Noch 34.300, 34.100. Also das ist schon eine Menge Holz. Ne? Also da wird der jetzt nicht in einem durchfallen. Das auf gar keinen Fall. Aber bevor eine wirklich deutliche Reaktion wieder nach oben kommt, kann das Ding also noch eine ganze Ecke weiter runterfallen. Das, äh, das sehe ich so schon. So, ansonsten Ziele auf der Unterseite sind besprochen. Auf der Oberseite, wie gesagt, sehe ich jetzt erstmal nichts. Vor allem dieses Doppeltopf fällt mir hier ins Auge. Und was wir noch machen können, ist, wir können ja auch nochmal die Außenstäbe uns anzeigen lassen. Machen wir die Analyse mal kurz weg. Schalten hier die Außenstäbe ein. Da sieht man nämlich auch, ich habe jetzt hier die Weekly-Außenstäbe auf den Tageschart gemappt. Ich mache das ein bisschen größer. Da sieht man auch, dass wir uns momentan hier auch noch auf der Unterseite dieses Außenstabes äh, bewegen und dass wir da auf jeden Fall auch oder dass der Markt, der Dow Jones da auch Probleme hatte, ne, drunter zu fallen. Hier auch wieder oben versucht, ging nicht, unten versucht, ging nicht. Nochmal oben versucht, ging nicht. Also jetzt entsprechend ne, nochmal die Unterseite. Und dann wird es halt spannend, wenn jetzt die Woche wirklich hier unten irgendwo schließt und wir das, ja, die Struktur, die wir hier haben, macht das mal ein bisschen kleiner, da sieht man, dass wir hatten das, wir haben ja seit. Anfang November hier einfach so eine grüne Struktur, das heißt, ne, Außenstäbe, alles nur grüne Außenstäbe gehabt. Das heißt, wenn jetzt auch, wie gesagt, das ist der Weekly, die Außenstäbe von Weekly, die mir angezeigt werden, ne, wenn diese Struktur auch bricht, dann glaube ich, ist das dann auch ein Zeichen, dass es längerfristig, ich will jetzt nicht sagen langfristig, aber zumindest für die nächsten Wochen auch dann eher die Richtung nach Süden ist als nach Norden. So ich schalte mir hier die Tagesaußenstäbe dazu und da sieht man, da sind wir, haben wir quasi die Struktur schon gebrochen und sind jetzt hier im bullischen Bereich, das heißt, wir sind hier in den bullischen Außenstäben oder ist der Markt hat bullische Außenstäbe, äh, bärische Außenstäbe. Rot also nach unten bärisch, nach oben bullisch. Bärische Außenstäbe ausgebildet und wir laufen jetzt hier in so einer bärischen Außenstabsstruktur. So, noch ein kurzer Blick auf die Stunde. Da sieht man aber nicht so wirklich viel, außer dass wir uns hier ne, in der Range immer noch bewegen, auch wenn es jetzt im Tageschart nicht so aussah, aber man sieht es hier im Stundenchart. Das Ganze, was wir jetzt hier machen, ist eigentlich nur eine Range. Ne, und die Frage ist jetzt: 37.000, wann sehen wir die? Aber das, wie die sehen, glaube ich, ist äh, relativ sicher. Gut, Mensch, die Zeit hier rennt ja schon wieder. Noch ein kurzer Blick auf den Euro. So, warum habe ich jetzt hier auf einmal so ein... Was ist das denn? Warum haben sich denn hier die Farben verstellt? Das sind ja nicht die Farben, die ich möchte. So, äh, zack. So sieht das Ganze schon besser aus. Ja, der Euro. Was machen wir mit dem Euro? Hm. Das ist äh, nicht so easy, nicht so einfach. Beziehungsweise, ich mache das Ganze ein bisschen kleiner. Äh, Fibus brauchen wir jetzt gerade nicht. Und machen wir das hier mal ein bisschen sachen. So. so, was sehen wir hier? Wir sehen hier auf jeden Fall, dass wir. Moment, irgendwie sieht der Trend, genau. Ich wollte gerade sagen, der Trend sieht ein bisschen komisch aus und äh, ich sehe auch wieso. Und zwar, ich habe hier auf dem Wochenchart den Tagestrend gemappt. Das macht natürlich so gar keinen Sinn. Ich muss natürlich den Wochenchart auch nehmen. Also umgekehrt funktioniert das gut. Man kann die höheren Trendeinheiten auf den niedrigen Zeiteinheiten mappen, also zum Beispiel den W1, auf den D1, aber umgekehrt funktioniert halt nicht so gut und hat im Prinzip auch gar keine Aussagekraft. So, äh, wir sind jetzt hier ne, in einem Aufwärtstrend immer noch. Wir sind hier an der roten Zone 110, 111 gescheitert. Ähm, schalten wir uns die Fibos doch mal dazu, weil meine Aussage war: Okay, wenn die 18 nicht hält, das wollte ich nicht. Signal brauchen wir nicht. Wir brauchen die Fibos, ne, weil das auch die 18er hier, die 618er äh, Korrektur ist. Wenn die nicht hält, dann glaube ich, werden wir noch tiefere ne, Kurse sehen, beziehungsweise hier das Tief bei 1.07 nochmal antesten, weil ich mir, also klar, das ist ein Aufwärtstrend, wir hatten hier den Aufwärtstrend, wir haben hier einen Trendbruch gehabt und haben einen neuen Aufwärtstrend ausgebildet. Ich bin mir bei der ganzen Sache aber, oder ich genieße das, sagen wir mal so, mit Vorsicht. Ich bin mir jetzt nicht, also ich bin 100, nicht hundertprozentig davon überzeugt, dass wir jetzt hier wirklich... Ne? Auch wenn der Trend was anderes sagt, hier durchs Dach schießen. Ähm, für mich gerade so ein bisschen schwierig, weil ich erstmal jetzt äh, abwarten möchte, was mit der 1,8er äh, passiert. Also 1,08 ne, passiert im Euro. Und da eiern wir jetzt ja halt auch schon so ein bisschen drumherum. Also für mich die entscheidende, die Entscheidung, ne, sollten wir die Woche unter 1,08 schließen, dann werde ich auf jeden Fall gucken, dass ich hier ein paar Punkte Short mitnehme. Wenn nicht, dann warte ich wirklich, dass es hier deutlich nach oben geht. Aber ich tu mich mit Long im Euro gerade so ein bisschen schwer. Gucken wir uns das Ganze mal im Tageschart an. Hier sind die Farben auch wieder verrutscht. Warum auch immer. So, hier sieht man ne, äh, 108, das ist halt eine Marke, die hier schon umkämpft wird. 109, ähm, mhm. auch hier geht es irgendwie auch nicht so wirklich weiter. Also von daher, bevor wir nicht per Wochenschluss, ne, und da entscheidet jetzt für mich wirklich der Wochenschluss, bevor wir nicht über 109 schließen, werde ich nicht äh, long gehen. Bevor wir nicht äh, unter 108 gehen, werde ich auch nicht äh, short gehen. Ähm, ja, von daher der Euro ist gerade so ein bisschen. Ich habe den auf dem Schirm, aber da mache ich gerade gar nichts, weil ich da mit dem Bild, was ich so sehe, mit dem Chartbild nicht so wirklich glücklich bin, um da jetzt irgendeinen Trade einzugehen. So, zuletzt, bevor wir auch schon wieder durch sind, zuletzt noch ein Blick auf Bitcoin. Was sehen wir da? So, im Vergleich zur Vorwoche sehen wir nichts. Äh, gucken wir uns mal den Daily an, nee, beziehungsweise mit dem kann man es einfach besser sehen. Man sieht gar nichts. Also letzte Woche gab es ja die Entscheidung, äh, dass es jetzt einen Bitcoin ETF gab. Dann ging der Kurs auch mal kurz hier, ist ja nach oben gespiked, ne? knapp an die 50.000 ran. 49000 irgendwas und wurde aber sofort wieder abverkauft und in die alte Range zurück zwischen 44400 und 41600. Da stehen wir jetzt auch schon seit mehreren Wochen, es geht nicht wirklich vor und nicht wirklich zurück. So, auch hier, bevor das Ding nicht per Wochenschluss über 44400 schließt oder der Schlusskurs unter 41000 600 ist das Ding gerade komplett uninteressant in irgendeine Richtung zu handeln. Ähm, was wir hier sehen, ist Folgendes. Wir haben hier auch eine deutliche Aufwärtsbewegung gehabt. Das äh, war wahrscheinlich ne, so, wie es bei anderen Märkten auch der Fall ist. Man sagt ja, buy the rumor, sell the fact. Also kaufe das Gerücht ne, und verkaufe die Fakten. So ein bisschen habe ich das Gefühl, dass das Ganze hier auch. Ähm, ja, zum Tragen kommen könnte. Also Rumor war, ne, dass ein Bitcoin-ETF aufgelegt wird. Deshalb ist das Ding vor Weihnachten nochmal massiv äh, gestiegen oder Ende letzten Jahres massiv gestiegen. Und jetzt könnte so die Korrektur einsetzen. Und wenn man mal guckt, ne, hier diese Zone, die war ja lange Zeit rot, weil wir hier lange Zeit ne, nicht über diese Zone drüber gekommen sind. Jetzt ist sie grün. Weil das war ein, war ein ganz wichtiger Supportbereich, dann war es ein ganz wichtiger Widerstandsbereich, äh, und dann sind wir hier einfach durchgebrettert, ne, ohne irgendwie, als wäre da nichts, nachdem wir hier wirklich wochenlang gescheitert sind. Wenn das Ding ne, wenn das Ding äh, ne, wirklich ins Fallen kommt und der Bitcoin kann ja wirklich schnell fallen und richtig zügig fallen, äh, das, das schafft er in ein, zwei Wochen. Da sind wir da unten. Ne, das ist gar kein, gar kein Thema. Oder das schafft er sogar in einer Woche. Das ist für den Bitcoin gar kein Thema. Aber wenn wir hier ne, diesen Bereich nochmal ansteuern, das wäre auf jeden Fall für mich ein ganz klarer Kaufbereich. Das, äh, da da werde ich äh, gucken, dass ich da irgendwie was, äh, was einkaufe. Weil dass wir jetzt hier erstmal so durchlaufen und dann wieder so durchlaufen, das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Dafür ist dieser, dieser Bereich hier einfach zu wichtig und war in den letzten, letzten Jahren oder in den letzten Jahren, muss man sagen, einfach äh, zu wichtig. Ja. Auf der anderen Seite, wenn das Ding hier wirklich fällt und wenn das Ding schnell fällt, ne, dann weiß man aber auch, wo es hinfällt. Und zwar hier. Ne. Von daher. Können sich gute Chancen ergeben? Momentan nicht, weil was, was, was soll man jetzt hier handeln? Vor allem bei dem äh, Spread, den man jetzt hier auf dem Bitcoin hat. Also macht es für mich gerade keinen Sinn, weil das kann man nur im Swing handeln, finde ich zumindest. Äh, Im im Daytrading Bitcoin zu handeln, zumindest über CFD, nicht so einfach, finde ich. Gut, all right. Dann sind wir durch für heute. Genau, wir sehen uns, ja, wir sehen uns nächste Woche wieder, hoffentlich hier um 14 Uhr bei Tickmill zur Marktbesprechung. Ich wünsche euch noch gute Trades, eine gute Woche, hoffe, ihr seid nicht eingeschneit und bis dahin macht's gut. Ciao, ciao.